Hallo meine lieben Hobbits, Menschen, Elben und Zwerge und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Herr der Ringe Online mit mir, dem Glaberin und dem Tuno. Hi. Yo, moinsen. Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier in der Festung Vorrot. Wir machen weiter heute direkt mit einer Instanz der Kopfgeldjäger. Ja. Was muss, das muss. Genau. Ja, gut, dass wir noch keine Gefährtengruppe haben. Lol. Können dann direkt. Ja, okay. Rein. Gummitsch hat Abenteurer aus ganz Eriador verpflichtet, die Raufbolde und Grabräuber Evendims der Gerechtigkeit zuzuführen. Doch nun hat Kunibert Sprunt, ein berüchtigter Grabräuber, selber ein Kopfgeld auf die Jäger des Schlichters ausgesetzt. Also, ich bin durch. Ja, du machst auch mehr Damage als ich. Das war's schon, ja. Hab ich auch gedacht. Aber ich wollte gerade so sagen, so, boah, was für ein fairer Kampf. Er hat einen Zweihänder, ich habe einen Zweihänder. Ja, und dann kommen noch die anderen drei reingerannt. Gucken wir, was wir hier von nehmen. Da ist doch bestimmt was Besseres bei. Ah. Ach, guck mal, das ist doch schön. Wille, Schicksal, Vitalität, uralter Saat, das ist doch nice. Nehmen wir mal. Glockenvita macht. Ich habe auch hier gerade mal für Torins Halle Rufpunkte. Die hätte ich auch noch auf dem gemeinsamen Lagerraum. Die kann man erst ab Stufe 35 verwenden, oder wer wir sind, können wir das mal machen. GZ für Ruf. Bahn Minas. Danke. Wollen wir den Torezahle, da sind wir Freund, hör dann. Verwenden wir erstmal die, dann die. Oh! Ich fehlen noch 6000 EP, dann bin ich beim Torezahle mit dem Ruf fertig. Das ist doch toll. Nicht schlecht. Gewährt, hat abgeschlossen. Dann machen wir nochmal die hier. Nein! Oh, 3000? Oh doch, das reicht sogar. Tatsächlich. Reicht perfekt. Fertig. Und Wächter von Turins Halle. Dankeschön. Weltberühmt, 6 von 11. Mein Gott, haben wir schon viel Ruf fertig gemacht, ey. Ja, du schon, ich nicht. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Profan. Mhm. Okay. Ja, genau. Können wir mal aufsitzen. So, ich will aber erstmal. Aber ich hab noch welche, Moment. Wo ist ja denn der Krug? Der Krug ist echt gut. Die Scherben brauche ich nicht mehr. Bist du durch mit dem Ruf? Ja, gerade fertig geworden. Das heißt, ich kann mir jetzt auch das Pferd holen. Genau. So, wir haben noch einige Aufgaben hier offen, die wir uns mal angenommen haben. Weiße Wache zum Beispiel besiegen, Wildwisse besiegen, Wasche mit Relikten. So. Alles klar. Dann setze ich mal eben hier auf. Und dann geht's weiter. Genau.
Ach, hier haben sie doch eine Tafel. Ja, sag ich doch. Dann können wir ja doch hier abgeben. Aber, ja, aber nicht viel. Ja. Edle Felle, habe ich edle Felle? Edle Tierhäute habe ich. Edle Tierhäute habe ich auch. Vielleicht sind das da edle Tierhäute. Den kann ich, kann halt nur einmal abgeben. Edle Felle habe ich doch, ja, okay, dann passt das ja. Echt? Hm? Oh, Derek, ja, ich auch. Edle Tierhäute. Die sind sonst noch was? Der braucht eine Langschwerter. Ein wundervoller ich auch Tag, einmal. Fertig mit dem okay. Ruf, wie ist das Werte befinden? Gibt EP, ne? Erstens das und zweitens treiben wir die Tatsache voran. Und dann können wir bald eine Aufgabe mehr mit abgeben. Mal so 6 statt 5. Seid gegrüßt. Gut für die kommenden Gebiete. Genau. Guten Tag. So, warte. Noch einmal edle Fälle und dann bin ich durch. Doch. Plack. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Kämpfer erreicht. Dann geht's wieder los. Und es geht schon wieder los. Mein Zimmergeschenk habe ich gerade universeller Wechselsatz gezogen. Habe ich nicht noch schon genug von auf der Bank liegen. Ja, ich habe irgendwas anderes gezogen. Warte, und zwar... habe ich gezogen? So, dieses scheiß Matom-Kack. Rüstung. Ach, die Rüstung. Die Rüstung, die man eigentlich so gut wie nie braucht, weil man sich selbst mal eine macht. Richtig. So. Noch Stufe 40, dann kann ich mir endlich neue Instrumente machen. Das heißt bald. Ja, so lange dauert es nicht mehr, ne? Das war. Je nachdem, wie schnell wir hier durch sind. Wir sind ja schnell dabei hier in Evendim. Ja, und danach kommen die Trollhöhlen. Wobei die sich, glaube ich, eher ziehen, als weil da alles so weit auseinandergezogen ist. Genau, ja gut. Die Trollhöhlen gehen von Stufe 35 bis 40, ne? Ja. Da können wir auch erstmal wieder den Strand Lindras irgendwie in den Nordhöhen. Das müssen wir sogar, ja. Ach ja, genau, Bärenfleisch. Ich hab grad gewundert, hä, warum kriegen wir jetzt nochmal Bären? Genau. Ja, aber wir haben jetzt mal nach Kailan gesucht, aber wir haben ja keine gefunden. Stimmt. So, jetzt habe ich aus Versehen den falschen Knopf gedrückt und sprint mich jetzt hier durch die Gegend. Uralte Statue. Kleine Teile einer Statue, große Teile einer Statue. Okay, was auch immer das ist. Warum habe ich da schon 2 von 12? Ah, ich war einmal wahrscheinlich von den Grabräubern gekriegt, oder? Ja, glaube ich nämlich auch. Guck nochmal. Bekommen wir tatsächlich von den Räubern? Ja. 3 von 12. Sowohl bei den Räubern als auch von den Statuen. Genau. Dann können wir erstmal aufsitzen, weil wir müssen ja sowieso wieder nach oben den Hauptmann da besiegen. Also da runter. Das. Ah ja, ja genau, richtig, da wo wir in der letzten Folge uns geprügelt haben. Kopfgeld gesammelt. Das Gebiet Turn von, ich zieht sich ein bisschen mit den ganzen Aufgaben aus der Feste Vorrot. Mit dem ganzen Helfen da, ne? Ein bisschen, ja. Aber dann geht's ja bald in den Westen. Genau. Zu den Gauredains. Na, die hasse ich wie die Pest. Die sind nervig, das ist wohl wahr.
Oh, ich hätte jetzt mehr Grabräuber erwartet. Ein gutes Lager ist ja weg. Da oben. Ja. Das ist ja voll. Da sind schon wieder welche. Genau. Harald können wir auch nochmal mitnehmen hier. So, das wäre auch der Hauptmann. Ist vielleicht auch eine Truhe? Nee, schade. Nee. Ist leider nicht. Warte, hier ist noch ein Abräubertuse. Oh ja, tatsächlich. Zack. Dann halten wir mal auch zu den Wagen und zu den Bilwissen. Mhm. Vielleicht schaffen wir doch 38 zu werden. Könnte eventuell was werden. Denke ich auch. Da haben wir mal geguckt in den Turins Halle, wenn man den Ruf komplett hat und diese 100 Scherben da abgibt, ne? Ja. Kann man sich Turins Halle Ruf holen, ohne dass man eine Marktstandfähigkeit binden muss, weißt du? Mhm. Stimmt. Das wusste ich gar nicht, dass es das bei dem Turinshall auch gibt. Müsste eigentlich bei allen Anfangsgebieten so sein, oder? Eigentlich ja schon. Na gut, dann kann ich nämlich auch die nehmen und die Marksteinfähigkeit wegnehmen. Ich weiß, dass es in Angmar auch so ist. In Angmar gibt es auch eine Karte dafür. Ja, aber somit habe ich wieder einen Platz beim Markstein frei. Ja, klar. Ist natürlich nur vom Vorteil. Idealerweise. Genau. Wird denn jetzt noch altgediente Grabräuber? 4 Stück. Mhm. Weil wir nehmen alle mit. Weil erstens brauchen wir noch die Tat, dann brauchen wir noch die Statuen. Ja. Weiß noch nicht. 11 von 12 klein. Ich weiß gar nicht, wenn ich die jetzt hier anklicke oder wenn ich da jetzt mit dem Körper drüber gehe über die Typen. Welche Typen? Ja, über die Grabräuber. Ja. War nämlich die Überlegung gerade. Ach ne, ich sehe nur meine eigenen. Okay. Ja, bei WoW zum Beispiel siehst du sowohl die von dir, die du brauchst, ja, wie viel du noch brauchst, aber auch von deinem Teammate. Okay. Steht das dann drunter? Ah, ich habe jetzt mal eine große bekommen. Ja, große habe ich, hab ich 1 von 4. Habe ich jetzt auch. Das ist noch ein Grabräuber, ein altgedienter. Jo. So. Ich weiß nicht, ob die... Ja, nur die Grabräuber, so wie es aussieht. Also ich brauche noch einen Altgedienten. Doch. Hm. Irgendwie bin ich gerade mega orientierungslos. Du läufst schon richtig. Ja. Ist nur ein Bären am Popo. Schon wack. Mal, edles Fell. Rausgeholt. Juhu. So. Dann haben wir den. Die haben wir schon mal. Ja, die Waage sind ja auf der anderen Seite am meisten, ne? Von diesem genau, Pass. Ja, es gibt welche hier im Lager noch. Da ist noch einer. Da wir auch Bilwisse brauchen, das hat ja. Ach so. Na, da hier oben die Stelle. Oder soll ich dir mal sagen, dass die Suppe, die ich gerade gegessen habe, das erste Mal, was wir heute überhaupt gegessen haben. Echt? Mhm. Und mir geht's gut.
Was? Aber mir geht's nur gut, weil ich Urlaub habe. Ne? Ja, weißt du, ich habe keinen Druck. Das ist alles ganz cool hier. Die Einzige, die Stress macht, ist die Frau. Ja. Mit ihrem Rechner. Ja, müssen wir mal gucken, wie er das macht, ne? Ja, ja, solange sie meinen Laptop hat, ist alles gut. Eigentlich wollte ich ja Livestreamen auch in meinem Urlaub, aber das kann ich jetzt so knicken. Ja, und, ja gut, ja, kannst du wohl nur. Ja, wobei, ich habe ja noch einen zweiten Laptop. Ja, du brauchst ja sowieso in den Chat. Ich hab ja meinen meinen Arbeitslaptop, da kann ich nicht über den Chat lesen. Oh, was haben wir denn? Was haben wir geschafft? Böwis so besiegt. Böwis jetzt wieder. Gut. Gegner der Böwis. Geil mitbekommen. Also brauchen wir Böwis hier auch. Oh. Opti. Oh, den fang ich ab. Die Fläche ist größer geworden. War mal kleiner, glaube ich. Ja. Da kommt Tack. Tauk. Tauk. Jetzt wird auch als weißer Bart, das ist doch toll. Er ist ja auch eigentlich fast weiß. Ja. Oh, ich brauche noch 9 Bildwisse, dann habe ich für rein an der Bildwisse 2 fertig. Ja, geil. Also worauf ich mich schon richtig hart freue. Worauf? Auf Sanur. Sanur? Hm. Ach, in Eretluin. War ich schon so lange nicht mehr. Boah, die. Und die Taten da drin. Die Bosse da haben so eine lange Spawnzeit, ne? Ja. Ich glaube an die 12 Stunden oder so. Mhm. Das ist richtig nervig. Aber ich will da nur rein wegen den Taten. Da gibt's Gerechtigkeit. Ja. Und Disziplin, glaube ich, auch. Wir waren ja ein bisschen zwei abgeschlossen. Was haben wir dafür bekommen? Hobbitstille! GZ. Ja. Ihr könnt vollkommen still am Boden liegen, was weiter dazu bringt, euch zu ignorieren. Geil, dann hast du jetzt mal doppelt die Mopi. Genau, das habe ich noch nicht. Ich bekomme das noch durch die Baden einmal selbst noch. Achso, ja. Ich rüste das trotzdem aber schon mal aus. Weil das hätten wir schon manchmal oft gut gebrauchen können. Ja, dann wäre ich schon ein paar Mal mehr trotzdem gestorben. Ja, aber ich hätte meine Tat dann weiter vorantreiben können. Das stimmt. Da, Böwis haben wir alle. Noch 3 weiße Waage. War das jetzt die Verfeindung der Böwisse 2 oder 3? 2, es gibt keine dritte Verfeindung der Böwisse. Nee. Böwisse bin ich durch. Verfeindung der Spinnen muss ich noch 250 und Wölfe brauche ich nur noch 10. Verfeindung der Wölfe. 2. Hm. Wäre auch interessant zu wissen. Zählt ein Waage als Wolf? Nee. Schade. Das war extrem cool. Lol, Alter, ich wollte gerade sagen, hä, was hast du denn da gefunden? Neu geformter Obsidian-Runenstein? Oh, lol. Aber ja, weil der Handel ist bei mir grün. Der ist fast dieselbe grüne Farbe, wie Tuno hat gefunden. Ja, bei mir ist das ein bisschen dunkler. Lol, Alter. Was ist das denn für ein Bug? Findet jetzt schon ein Runenstein des ersten Zeitalters? Ja. Kannst ja nur craften. Eben. So. Oh, weißer Wack. Yo, auf 5 Leben runtergekloppt. Das ist ein Ernst, ey. Was noch ein Altgedienter. Warum wird das Eichhörnchen mir auf der Map mit so einem gelben Kreis angezeigt? Egal. Die Dämmerschlucht. Hier müsste irgendwo die Tasche liegen eigentlich. Das stimmt. Die Tasche liegen eigentlich. Hast du die Tasche? Hä? Ah, da! Liegt. Lol, der Busch war hier aber auch noch nie die. Lol. Du hast der Busch drüber gewachsen? Alles klar. Ja, genau. Ja, das Schlimme ist, jetzt muss ich warten. Ach echt? Ja. Ist er weggegangen? Ist verschwunden. Ja, super. Aber das gibt mir eben kurz Gelegenheit, einmal umzuskillen. Skillen. So, 9 von 12. Wir sind die letzten Magier. Ne, ich kann nicht umskillen, schade. Nicht genug Mithrim-Münzen, um mir meinen dritten Slot zu holen.
Wie viel kostet das? 100, glaube ich? Ja. So. Ja, dann fehlen jetzt eigentlich nur noch die... Nice. Alter Schwede. Die... Ja, die Relikte. Können wir da mal einfach hier geradeaus lang reiten eigentlich. Mhm. Wir müssen jetzt sowieso wieder in Richtung Feste Vorrat, dann können wir jetzt auch die Richtung hier reiten. Ach, da ist er wieder. Da ist wieder? Da ist er wieder mit seinen 2500 Gold für 50 universelle Tinkturen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das so angemessen ist. Brauchst du für, um die Instanzen herzustellen, die Tinkturen? Oh, 2500 Gold. Das ist ein bisschen viel, meiner Meinung nach. Nein, da müsste ja eine direkt 100 kosten. Ne, gar nicht. 100? Ne, gar nicht. Noch weniger. 50? Wird auch 50 Gold. Wo ist Sens? Ja. 2500. Irgendwie so was auf jeden Fall. Ja. Naja, wer weiß. Wobei ich würde die glaube ich gar nicht verkaufen, wenn ich damit die ganzen Essenzen erstellen kann. Ne? Richtig, die würde ich auch behalten. Für die ganzen anderen Charaktere noch. Ja. Was ist es? Ach huch, das wollte ich. Egal. Die hier gar nicht? Warte, laut Karte. Achso, ja, kann ich dir ja jetzt nicht sagen, ich bin schon fertig. Ach, mit den uralten Statuen? Ja. Bei mir nicht. Aber dann musst du die abgeben, irgendwo hinbringen. Ich brauche noch 4 Stück, eine, 2 kleine und 2 große. Ja gut, ist ja nicht so wild. Genau. Können wir derzeit noch so feste Vorhut reiten? Ob hier noch ein paar Grabräuber auf dem Weg liegen. Ja. Hier hat keiner. Wag, wag. Young Marine haben aber glaube ich auch keinen, oder? Ne. Ne. Okay, da unten ist ein Wolf. Okay, die EP kam jetzt ein bisschen spät. Oh, jetzt wollte ich gerade aufsteigen. Der Wag. Der Wag hat mich behindert. Sagen wir mal so. So. Da hast du dein Bärenfleisch. Wie ist das Wertebefinden? Ich meine 3 Silbermünzen. Yes. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Was ist denn das hier? Wollen wir das mal reden? Problem in Kirgitrie. Was benötigt ihr? Sag mal. Eingespielte Schurkerei und die letzte Aufgabe. Könnt ihr mich denn nicht meinem Elend überlassen? Wir sind in der Höhle. Okay. Kein
könnt ihr mich denn nicht meinem Elend überlassen? So. Basilius. Ja, genau. Ich grüße euch. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Bion und Räuber spricht mit Rantos. Spricht auf Rantos mit LJ Gutacker. Ach ja, genau. Rantos. Genau, das ist die Insel da. Insel, ne? Ja. Oh. Hast du die. Wo musst du die. Wo musstest du die Statuen abgeben? Die Teile der Statuen? Moment. Hab ich nämlich noch gar nicht abgegeben. Dann dafür wieder zurück nach Chinundia, oder? Ach lol, nee, Moment, ich bin damit noch gar nicht fertig, sehe ich gerade. Lol, abfuck. Okay, gut, da war es doch kein Bug, was mir. Na gut. Weil bei mir hatte dein Ring auch keinen Haken, deswegen. Deswegen hatte ich nichts gesagt. Deswegen hat mich das auch ein bisschen gewundert, wo du sagtest, dass du schon fertig bist. Ich dachte auch, dass ich fertig bin, weil die Aufgabe war. Ja, okay. Egal, wir brauchen eh noch ein paar Grabräuber. Müssen sie halt nur noch droppen. Ja. Das wäre sehr nett. Manchmal schon. So, ein kleines Teil fehlt jetzt noch. Da oben ist einer. Hat aber auch nichts. Ja, der hatte eine große. Für mich. Hätte auch nichts. Ja, oder nochmal hinten das Lager, ne? Okay, ich hab die kleinen schon mal. Ich brauche noch zwei große. Ja, ich auch. Da unten läuft noch einer. In die Richtung müssen wir sowieso, dann können wir auch nochmal das Lager abreiten, komm. Ja. Ah, da ist nur einer. Nix. Ne. Für mich auch nicht. Ah. Bergziege. Bam. Auf den Kopf gesprungen und sie fällt um. Du bist eine Geländeziege. Du schaffst das. Genau. Auch nichts. Läuft. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Nee.
Der wird das auch nicht haben. Ne? Nein. Schade. Oh, alt. Nein. Jetzt wollte ich gerade so fest im Rot vor. Hier kommen wir, glaube ich, nicht hochgerannt. Nein, nein. Naja. Dann reiten wir halt nochmal hier hoch. Mein Gott, ich hasse das, ey. Wenn man so ewig lange braucht, um das zu finden, ey. Nö. Wobei die Insel, wo wir hin müssen, ne? Da sind viele. Da sind die auch. Ja, na gut, dann komm. Gehen wir zur Insel. Ja. Auf die Insel. Genau. Ja, nicht. Die haben keinen Bock für uns zu droppen. Zu droppen. Ja. Hab ich auch das Gefühl. Aber der hat jetzt Bock für uns zu droppen. Warte. Ja. Dann können wir auch gleich auf der Insel die Aufnahme beenden und dann. Ne, er hat doch keinen Bock für uns zu droppen. Die Insel ist ja nicht mehr weit, die Aufnahme können wir dann da beenden. Mhm. Dann setzen wir wieder auf. Und dann gucken wir weiter. Nervigen Waage. Auf dem Weg liegt auch noch hier die bestimmt fast am Ziel der nächsten Markierungsstein. Können wir auch direkt mitnehmen. Könnten wir, ja. So. Liegt irgendwo da unten. Aber jetzt mal guckt. Wir nehmen ist schon echt ein tolles Gebiet, meiner Meinung nach. Bergziel. Mhm. Zuck, zuck. Und da wären wir. Schon fast am Ziel. Noch ein Markierungsstein. Die nächste Lösung. Ist jetzt aber ein bisschen weiter, ist da hinten. Da unten, das können wir also erstmal ausblenden. Und dann schwimmen wir mal rüber, wa? Mhm. Ich
Ach, Schutz ist das, genau. Mhm. Hab schon gedacht, warum habe ich so einen Bull und du nicht, weil das dann meistens nur dann Lettenöden der Kampf gut verläuft. Ah, abgeschlossen. Die Ruinen von Ivenden. Oh ja. Nee, stimmt nicht. Hat begonnen. Scheiße. Nee. Doch, hat abgeschlossen. Abgeschlossen. Genau. Aber ich habe was Neues bekommen. Erkunder von Ivenden. Ah. Nice one. Die Treue. Guck mal hier, da sitzt schon einer direkt hier. Immer noch 2 von 4, Alter. Ja, es ist nervig. War noch nicht. Wo sind denn die? Ich glaube, hier hinten waren die irgendwo. Aber stehen sie alle. Oh, 3 von 4, oh mein Gott. Wow, nice one. Ich gammel immer noch bei 2 von 4 rum. Egal, wir nehmen erstmal den Part hier, geben auch die Aufgabe ab. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Die Räuber von Rantost, helft Elliot Gutacker, würdet Leon ihr mir Kipps vielleicht und einen Baldo Gefallen Schäfer. Erweisen? Genau, machen wir dann in der nächsten Folge. Genau. Freunde, wir hoffen, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Feedback wäre schön von mir, haut rein. Ciao Leute. Euer Gendor. Von mir auch. Macht's gut, euer Steinchen. Tschüss.